Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Das war wirklich fulminant. Ich hoffe, den anderen geht es ähnlich gut. Mein Thema ist die Entnazifizierung der Professorenschaft der Universität Wien in den Nachkriegsjahren. Und diese Entnazifizierung war bitter notwendig, denn ein Großteil der Professoren waren NSDAP-Mitglieder bzw. Anwärter. Wir haben in unserem Projekt sozusagen erstmals eine umfassende und auf Primärdaten basierende Bestandsaufnahme vorgenommen dieses Entnazifizierungsprozesses und in weiterer Folge auch Rehabilitierungsprozesses in den 50er Jahren, in frühen 50er Jahren, späten 40er Jahren. Die Hauptforschungsfrage war dabei, hat diese Entnazifizierung zu einem Bruch bzw. zu einer Kontinuität innerhalb der Professorenschaft an der Universität Wien geführt. Das heißt, auf Deutsch gesagt, gab es nachher mehr, genauso viele Nationalsozialisten auf Professuren oder eben weniger. Kurz noch ein paar Worte zu den Quellen. Quellen waren hauptsächlich die Personalakten der betreffenden Personen. Es waren 70 Personen, zunächst der Philosophischen Fakultät, ausschließlich Männer, die Personalakten im Universitätsarchiv, aber auch im Staatsarchiv der Republik Österreich und andere Entnazifizierungsakten, die für unser Thema relevant waren und die den Prozess nachvollziehen lassen haben, die einzelnen Karriereschritte und Einschnitte. Kurz ein Satz zur Methode. Ziel war es nicht, eine Sammlung von 70 Einzelbiografien zu liefern, sondern wir sind kollektivbiografisch vorgegangen und haben versucht, Gruppen herauszufiltern, die innerhalb der Gruppe über ähnliche Muster verfügen. Das ist sozusagen die kollektivbiografische Vorgangsweise. So viel zu den etwas sperrigen Eckdaten des Projektes. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt meiner Präsentation, und zwar zur Darstellung der Ergebnisse, die wir bisher haben, zur Entnazifizierung der Philosophischen Fakultät. Und aus diesem Anlass habe ich eingeladen Betroffene dieser Entnazifizierungsmaßnahmen, die konnten dankenswerterweise zu einem Teil anwesend sein und aus dem Jenseits kommen. Und ich darf die Professorenschaft jetzt auf die Bühne bitten. Mit einem Applaus. Ja, einen schönen guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Es freut mich, dass Sie zumindest zu einem Teil anwesend sind. Diese 10 Personen stehen jetzt für 100% der 80 Professoren der Philosophischen Fakultät aus dem Sommersemester 1944. Und wir schreiben jetzt das Jahr 1945, kurz nach Kriegsende gab es das Verbotsgesetz, und nach diesem Verbotsgesetz wurde relativ rasch und streng entnazifiziert. Und wie schon eingangs gesagt, war die Mehrzahl dieser Professoren belastet, das heißt entweder Parteimitglied oder Anwärter, und nur 20% dieser Gruppe war nicht belastet. Das seid jetzt ihr, genau. Hier sitzen sozusagen die Unbelasteten. Alle anderen waren belastet. Eine weitere Gruppe, die man herauskristallisieren kann, waren die sogenannten Reichsdeutschen. Reichsdeutsche waren jene, die vor dem Anschluss 38 nicht über die österreichische Staatsbürgerschaft verfügt haben, die sie nicht gehabt haben, sozusagen in der NS-Zeit an die Universität Wien berufen worden. Das waren 20% dieser Gruppe. Und die Reichsdeutschen wurden kollektiv außer Dienst gestellt, konnten nicht in die Beamtenschaft der Zweiten Republik übernommen werden, mussten in die Bundesrepublik gehen oder auch nach Argentinien, auch ein beliebtes Ziel für ehemalige Nationalsozialisten. Gut, es bleibt die restliche Gruppe von 60%, die belasteten österreichischen Nationalsozialisten, wie gesagt Anwärter oder Mitglieder. Das ist eine relativ heterogene Gruppe. Eine beliebte Maßnahme der Entnazifizierung war die frühzeitige Pensionierung. Das heißt, man hat Leute, die eigentlich noch viel zu jung waren, in Pension geschickt und auch unter Kürzung der Ruhebezüge unterschiedlichen Ausmaßes bis zu 90%. Das hat man mit einem Drittel dieser Restgruppe gemacht, die sogenannte Zwangspensionierung.
Dann hat es sozusagen auch die klassische biologische Lösung gegeben. Es waren ja schon ältere Herren, wie gesagt, ausschließlich Männer. Und es tut mir leid, du bist nicht mehr unter uns, du musst uns verlassen. Also es gab sozusagen auch hier biologischen Schwund, der nicht weiter entnazifiziert werden musste. Die restliche Hälfte dieser 60% österreichischen Nazis oder Anwärter, die waren so in der Schwebe, im Zwischenraum, waren zwar enthoben, hatten ihre Professuren nicht mehr inne und sind teilweise verpflichtet worden, von der Universität Wien Lehrveranstaltungen abzuhalten. Immer befristet für ein Semester, dann wieder ein Semester etc. Teilweise hat man sie im Vorlesungsverzeichnis auch mit NN angekündigt, um hier nicht sozusagen die belastenden Namen wieder vorzufinden. Tatsächlich standen sie aber im Hörsaal. Zum Großteil. Die Situation hat sich dann geändert mit dem Jahr 1947. Da kam nämlich das Nationalsozialistengesetz 47. Das war nicht mehr so streng wie das Verbotsgesetz, hat jetzt nicht mehr Parteimitgliedschaft zum Kriterium gemacht, sondern ob man belastet, sprich ein Funktionär in der NSDAP war oder minder belastet ein einfaches Parteimitglied. Über 90% der Professoren waren einfache Parteimitglieder. Das heißt, Im Laufe der Folgejahre konnten sie rehabilitiert werden und ihre Professuren zurückbekommen. Kommt sie bitte, weil ich immer ein Stück weg. So. Tut mir leid. Dazu zu dieser Gruppe, das heißt, dieser Prozess begann 47, minder belasteten Amnestie 48, setzte sich fort bis in die 1950er Jahre und im Jahr 1955 bräuchten wir jetzt. Genau. 55 haben wir sozusagen diese 30%. Dazu kommt auch einer aus der Pension, die Wiederberufungen bekommen haben. Und auch die Reichsdeutschen haben zwar nicht in Österreich, aber in der Bundesrepublik auch wieder anschließen können in ihre akademischen Karrieren und Professuren bekommen. Und dann haben wir auch noch die 20% Unbelasteten. Das heißt, Sie sehen hier 80% bis auf den biologischen Schwund, 10%. Und 10% sind aufgrund ihres Alters in der Pension verblieben, konnten ihre akademischen Karrieren fortsetzen. Es wurde also wahrlich aus Sicht der Betroffenen glimpflich entnazifiziert. Und wenn sie nicht gestorben wären, lehrten sie noch heute. Dankeschön.